Hallo, ihr Lieben. Ja, wie jeden Tag freue ich mich so sehr, euch hier begrüßen zu dürfen und finde es so wunderschön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, dass es euch gibt und ja, dass ihr wirklich treue Begleiter auf meinem Kanal seid. Und es ist unser Kanal, weil ohne euch gäbe es den ganzen Kanal nicht. Und natürlich auch, der Ursache des Ganzen, Ursache? Ja, der Gründer des Ganzen, der mich dazu gebracht hat, richtig eindringlich diesen Kanal zu eröffnen, ist der liebe Patrick von Angel Readings. Und da bin ich ihm jeden Tag aufs Neue dafür dankbar. Und er hat nicht locker gelassen. Und ich immer nein und nein, ich lasse es und lieber nicht und hin und her. Und der nein, mach es, mach es, mach es. Und er hat mich da so unterstützt und mir so geholfen und war da wirklich ganz, ganz treu an meiner Seite gestanden. Und Patrick hier auf diesem Weg auch nochmal, wieder mal und immer, immer wieder, jeden Tag aufs Neue, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Ja, an euch auf jeden Fall auch, weil sonst hätte der Kanal nämlich überhaupt keinen Bestand. Ne? Ja, und ihr Lieben, auch alle eure Kommentare. Es sind wirklich, ich lese sie jeden Tag mir durch und sie berühren mich alle, weil ich dann auch so die Geschichte darin dann auch mit rauslese und auch eure Gefühle, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Ne? Und da berührt mich immer so einiges dann auch und beim einen oder anderen, je nachdem, was es geht, freue ich mich natürlich auch so sehr, wenn dann schon Treffen stattgefunden haben oder wenn der Gegenüber, der Wunschpartner sich wieder gemeldet hat und da auf einen zugegangen ist. Also es ist so schön. Ich bin aber so richtig happy und lächle dann auch richtig mit, weil ich mich genauso mit euch freue. Und genauso spüre ich aber auch eure Traurigkeit, eure Verzweiflung, eure Hoffnungslosigkeit. Und also wirklich, ich bin da immer ganz, ganz fest immer bei euch. Ne? Ja, ihr Lieben, und dann haben wir, ich bin ja total sprachlos auch, wieder ein neues Kanalmitglied, die liebe Selina Grefitsch. Liebe Selina, herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft und vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich so sehr, dass du auch in dem engsten Kreis hier mit dabei bist. Und danke für deine Wertschätzung, du Liebe. Ja, ihr seht, wir haben hier den Wunschpartner liegen. Ihr wisst ja, Kollektivlegung, die Personenkarten sind geschlechterneutral und wir haben ja nicht auf das Bild achten, das ist dein Gegenüber männlich wie auch weiblich. So, und dann schauen wir jetzt mal rein, weil es ist ja auch immer wieder die Frage, so, soll ich noch Geduld haben? Lohnt es sich nicht soll, sondern lohnt es sich noch Geduld zu haben, auf den Gegenüber, auf den Wunschpartner noch zu warten? Lohnt es sich oder nicht? Ne? Ja, weil man kann es dann nicht einschätzen. Natürlich, man achtet auf Zeichen, ne? Und weiß dann, da kommt aber so dann vielleicht ein Zweifel. War das jetzt wirklich ein Zweifel? Ein Zweifel, ein Zeichen? Habe ich mir das Ganze eingebildet? Rede ich mir das gerade irgendwas ein? Oder da ist dann immer so ein Gedankenkarussell. So eine Achterbahnfahrt, die dann teilweise auch ist, genauso wie auch in den Gefühlen. Und da würde ich sagen, schauen wir nämlich jetzt mal rein, ob es sich noch lohnt oder ob man sagt, nee, schieß die Null in den Wind und such dir einen Helden, mein Kind. Ja, wir schauen jetzt mal. Lohnt es sich auf deinen Wunschpartner noch zu warten? So, dann schauen wir doch mal, wie es denn hier bei ihm oder bei ihr aussieht. Nee, da brauche ich nur eine. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch was zur Klärung. Was betrifft die tiefe Zuneigung? Okay. Wie schaut es weiter aus? So, da
Ein Elefant muss immer ein bisschen zur Seite. Also, meine Lieben, wir haben es hier. So. Was haben wir da? Hätte ich gerne noch was zur Klärung. Okay. Gut. Wir haben ein klares Bild. Ihr Lieben. Halt, nein, ein was fehlt mir noch. Eine Karte hätte ich gerne noch zur Klärung. Ich lege die jetzt einfach mal hier rein. Okay, wie geht es hier weiter? So, gut, jetzt vollzählig. Alles da. So, die tue ich jetzt zur Seite, weil sonst klebe ich nämlich wieder fest an den Karten. So, meine Lieben, also. Hier, lohnt es sich, auf deinen Gegenüber, auf deinen Wunschpartner zu warten? Ja, wir haben hier deinen Wunschpartner hier ziemlich, ja, diese Ablenkung hier im Draußen, hier mit der Arbeit ziemlich viel abgelenkt, stürzt sich so in die Arbeit rein und versucht hier abzulenken von dir. Na? Ich sehe hier auch eure Verbindung. Hier ist wirklich was Tiefes da zwischen euch. Eine tiefe Verbindung hier mit der in der Vergangenheit, was ich hier liegen habe. Und die Gedanken sind hier auch in der schönen Zeit zwischen euch. Also hier ist es jetzt nicht so, dass du jetzt gerade jemanden neu kennengelernt hast, sondern dieses Bild sagt mir deutlich aus, hier ist wirklich was, eine Verbindung, ne? Eine Verbindung zwischen euch, die wirklich auch schon in die Tiefe gegangen ist, weil ich hier die tiefe Zuneigung dir gegenüber liegen habe, ne? Die tiefe Zuneigung und auch diese Verbindung, die dein Gegenüber noch zu dir spürt. Hier, jetzt liegst du, bist eigentlich ganz nah bei ihm. Du bist in seiner oder ihrer Hauptenergie. Na, also hier ist es ganz stark und hier wirklich auch sehr im Herzen von deinem Wunschpartner, von deinem Gegenüber. Und hier auch dieses, also so nah, nicht, dass man so, okay, man kennt sich jetzt hier oder abgeschlossen oder was auch immer, ne? Nein, also hier sehe ich eine ganz starke Verbindung zwischen euch, die auch wirklich in der Vergangenheit, ja, es scheint schon länger hier auch zu gehen, ne? Es scheint länger zu gehen, weil du, genauso wie dein Gegenüber, ihr seid hier sehr in den Gedanken, die schöne Zeit. Na, die schöne Zeit, die Tiefe, diese tiefe Verbindung, diese tiefe Verbundenheit, diese tiefe Zuneigung, die ich hier bei euch habe. Na? Und da sind eure Gedanken. Eure Gedanken hier auch, die Gefühle auch, hier auch diese Herzlichkeit, dieses Miteinander, diese Zweisamkeit. Und da ist wirklich auch dieses, ja, dieses. Natürlich, man holt sich die schönen Momente in der Vergangenheit und das hat die Vergangenheit hat auch was Schönes. Man kann sich immer wieder schöne Erinnerungen holen, ne? Und da schwelgt ihr beide so darin, ne? Hier, wie gesagt, sehe ich auch, dass hier ein bisschen diese Ungeduld von deinem Gegenüber hier in seinem Umfeld, ne? So familiär, so ein bisschen so mit der Arbeit hier auf jeden Fall, weil ja auf der Arbeit sehe ich nämlich auch ein bisschen ein paar Probleme hier liegen und hier ein paar Schwierigkeiten, was ich hier beruflich auch habe. Beruflich die Schwierigkeiten hier, familiär auch die ein oder anderen Probleme, Schwierigkeiten, die ich hier habe und das ist schon eine ziemliche Belastung auch für ihn, ne? Und da hat er so gerade dieses Hauptaugenmerk darauf. Ich sehe aber bei deinem Gegenüber hier auch beruflich eine Veränderung liegen, ne? Dass hier irgendwas verändert wird, also wie ein Neubeginn. Jetzt, wenn wir zum Neubeginn kommen. Ja, aber erstmal noch dazu möchte ich sagen, dein Gegenüber, was ich hier auch habe, es sind Ängste. Es sind Ängste, die immer wieder eine Unsicherheit hier hervorholen. Ich habe hier bei euch beiden, habe ich hier die Enttäuschung liegen, die Traurigkeit, die Sorgen und diese so ein Stück auch. Also ich sage nur ein ganz, ganz minimal kleines Stück, was hier noch ein bisschen diese Schwere ist, ne? Und auch dieses Ungläubige, nicht im christlichen Sinne gesehen, dieses Ungläubige auch, was eure Verbindung betrifft, ne? Von deinem Gegenüber. Also da ist so ein kleines Stückchen, was ich hier sehe, wo es noch ein bisschen hapert. Und ja, aber es ist ja oft wirklich so, also da ruckelt es manchmal ziemlich stark, bis es hier in den zweiten Gang schaltet, das Leben, die Veränderung, weil ich sehe nämlich hier auch einen Neubeginn. Einen Neubeginn,
Du hast natürlich diese Gedanken, auch diesen Neubeginn oder dieses Weiterkommen, ne? Dass hier sich wirklich was tut. Aber weil ich hier den Neubeginn liegen habe, schaut es für mich eher aus, dass hier ein bisschen ein Rückzug auch mit da ist von euch beiden, ne? Diese Distanz. Jetzt aber auf die Frage, auf die wir jetzt ja eingehen, Geduld, ne? Ob du noch ein bisschen Geduld, ob es sich lohnt, hier noch ein bisschen zu warten, habe ich schon liegen. Also da sage ich euch hier in dieser Legung ja, weil hier eure Verbindung und vor allem, wie ich diese Karte hier auch mit liegen habe, von der Richtung her ist es nicht so, dass es was Schwammiges ist, das hier hin und her überlegt wird. Diese Unsicherheit, ha, ja, beste Beziehung, ja oder nein? Ne? So dieses, ich weiß nicht, nein. Ne? Also natürlich ein bisschen ein Stück weit Unsicherheit schon noch, ob es wieder in die Harmonie, in die Geborgenheit gehen kann oder nicht wieder, sondern ob es da hineingeht. Ne? Da sind natürlich noch so ein bisschen diese Ängste auch und dieses nicht so richtig dran glauben. Ich sehe aber hier ganz stark die Bewegung. Dann ist es hier von dieser Legung, was mir diese Karte auch sagt, dass es amtlich ist, also es ist sicher, ne? Hier eine feste Beziehung zwischen euch beiden, weil schaut mal, wie nah du deinem Gegenüber liegst. Und hier, wir haben auch die Tiefe, die Tiefe, dieses Feste auch, diese Zufriedenheit, ne? Diese Erfüllung aller Sehnsüchte, dieses, also wunderschön, ne? Natürlich hier noch so ein bisschen, was hier auch noch drin liegt, weil ihr beide habt nämlich schon auch ein bisschen Liebeskummer, ne? Also so sieht es für mich aus. Dann hier auch wieder was hier wieder ins Entfachen kommt. Na, ist hier auch die Sinnlichkeit, die Leidenschaft, der Sex, na, gehört natürlich auch dazu, ja, und finde ich auch gut. Also jetzt hier für diese Legung, dass das auch dieses Miteinander, ach, ihr versteht mich, ihr wisst, was ich meine. Und hier ist noch zur Vollendung, zur Ergänzung das ganz große Glück mit dabei. Ne? Also wir haben hier das absolut große Glück noch und das heißt, dein Gegenüber möchte dir nicht wehtun, wie auch du deinem Gegenüber nicht wehtun möchtest. Ne? Also ihr, hier ist das große Glück, das heißt, dass eure Verbindung mit dem großen Glück gesegnet ist. Na, dass hier wieder eine Verbindung zustande kommt. Hier, was ich hier auch habe, diese Unsicherheit und die Ängste, ist diese Blockade noch, die ich jetzt hier zwischen euch beiden sehe, beziehungsweise mehr, naja, doch eigentlich von euch beiden, ne? Sind hier die Unsicherheit und so ein bisschen Probleme, diesen Weg zu gehen, hier wieder ein Gespräch. Hier sind die Ängste. Ein Gespräch, ein Treffen, ne? Also geschweige denn ein Treffen. Also hier erstmal ein Gespräch, weil da sind so ein bisschen die Ängste, was wird jetzt hier vielleicht aufgetischt oder was wird jetzt hier wieder hochgeholt oder sonst irgendwas. Und da ist so ein bisschen diese Unsicherheit, die ich hier ganz stark sehe, aber auch die Unruhe, weil im Endeffekt wollt ihr beide nämlich hier ein Gespräch haben. Es heißt nicht, dass man hier alles haarklein dann so ins Detail nochmal hier da so wiederholen muss, sondern einfach nur, dieses Gespräch, ja oder nein? Na? Dieses Annähern wieder. Und da ist noch diese größte Hürde zwischen euch beiden. Na? Ja, ich sehe es aber hier schon noch ein bisschen mehr von deinem Gegenüber aus, weil auch diese Ängste, ha, vielleicht, ja, komme ich in den Korb. Na? Und das ist immer so ein großes Thema. Na? Diese Angst auch, mache ich es, ja, toll. Was ist, wenn ich abserviert werde, ne? Also da ist es meine Meinung, die ich euch jetzt sage, ne? Dieses ewige Hin und Her und dann da traut sich der eine nicht und der andere nicht. Ihr Lieben, dann wird sich dann nie irgendwas tun, ne? Dann kommt das hier nämlich gar nicht zustande. Na, dann tut sich da auch nichts. Dann haben wir den Stillstand, weil keiner von euch beiden den Arsch in der Hose hat, hier irgendwas zu tun, ne? So. Und das ist immer das größte Problem an dem Ganzen, ne? Dass man sagt, okay, ich springe jetzt hier mal über meinen Schatten und was soll's, weil sein Herz, genauso wie dein Herz, also ist so diese Vereinigung, diese Symbiose, das ist so stark zwischen euch, wo ich dann sage, mein Gott, dann spring doch mal über deinen Schatten, ne? Wenn du aber natürlich, also in dieser Legung sage ich, die Frage, die wir hier haben, lohnt es sich noch ein bisschen Geduld zu haben, ne? Also wird sich deine Geduld für dich, für eine feste Beziehung mit deinem Gegenüber, feste Beziehung kann ich sagen, was jetzt hier liegt, ne? Lohnt es sich, dass es sowas sich ergibt? Sage ich ja zu dieser Legung, aber ihr wisst, es ist eine Legung fürs Kollektiv,
Na? Also bitte haltet euch nicht zu fest an dieser Legung, sondern schaut bitte selbst auf eure Situation, wie ihr euch fühlt und wie es alles ist. Weil wenn euer Gegenüber, wenn ihr da auch, wenn irgendwas ist und da tut sich gar nichts mehr, also so, keine Ahnung, tagelang, wochenlang, null Kontakt, ne? Und dann ist wieder ein Kontakt da und du bekommst aber da auch dann gleich wieder Buff, ne? Also das null Treffen oder irgendwas, also schon freundlich, ne? Aber so dermaßen distanziert und überhaupt nicht mal dir entgegenkommt, ne? Meine Lieben, dann ist es eigentlich mehr oder weniger schon ein Zeichen, ja. Lass es sein, leg es ab, ne? Und ja, es ist wirklich schwer. Also ihr merkt auch, wenn ich das euch jetzt hier sage, aber es ist wirklich so, weil wenn von deinem Gegenüber null Anzeichen kommen, ne? Und du schon mehrere Körbe kassiert hast, ne? Und du eine deutliche Aussage bekommen hast, nein. Da ist nichts zu machen. Er oder sie will keine Beziehung oder nicht wieder eine Beziehung oder irgendwas. So komplett ein No-Go. Na, klar und deutlich. Und dann tut sich auch gar nichts mehr, dass hier irgend noch ein Kontakt ist. Dann sollte man vielleicht mal wirklich, ja, und auch wenn dann mal ein Kontakt wieder ist und dann vielleicht nur ein Satz hin oder her und das war's und dann ist auch wieder, dass da nichts kommt, dass man sagt, ja, Mensch, klar, keine Ahnung, mehr Text einfach oder einfach nur mal ein kurzes Telefongespräch oder ein kurzes Treffen, muss ja nicht gleich eine halbe Stunde, Stunde sein, ne? Also wenn da gar nichts ist, dann, ja, sollte man dann wirklich mal drüber nachdenken, ob es das wirklich auch noch was ist und ob du dann wirklich auch noch die Geduld haben möchtest, ne? Weil es heißt wirklich immer, achte auf Zeichen. Und wenn gar kein einziges Zeichen kommt, ihr Lieben, dann schaut bitte auf euch und dass ihr weiterkommt, dass ihr keinen Stillstand mehr für euch in eurem Leben habt, ne? Und dass sich da wirklich, dass da ein bisschen ein Vorankommen ist. Und ja, ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz hart und ja, ich wünsche jedem, dass er hier in dieser Reisegruppe mit dabei ist. Ich wünsche es wirklich, wenn du in dieser Situation bist, ne, dass du auch in dieser Reisegruppe mit dabei bist und genau das auf dich zukommt, du erleben darfst. Aber es ist immer wieder wichtig, dass du bei dir selbst bleibst. Na? Natürlich, dass jeder in einer Beziehung oder auch nicht oder wenn irgendwas gewesen ist, an sich selbst arbeitet. Aber auch dann, na, wenn jeder sein Thema angesehen hat, dass es dann trotz alledem wäre es ratsam, wenn es zu einem Gespräch kommt, ne? Weil sonst weiß der eine ja nicht vom anderen. Also ein Gespräch ist immer so wichtig, ne? Wie gesagt, man muss nicht alles kleinreden und ja. Ja, wenn über manches dann vielleicht auch so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, dass man dann nicht das Kamel ist und das Gras wieder abfrisst, ne? Also von daher, man muss nicht alles so bis ins Detail und immer, immer wieder, ne? Einfach nur Tatsachen, die Lösung kann gefunden werden, weil ich sehe hier auch so eine wunderschöne Verbindung zwischen euch in dieser Legung und dass da Lösungen gefunden werden. Wir haben hier, dass eine Lösung gefunden wird. Wir haben die Wende zum Guten auch noch mit dabei, ne? Und diese Herzlichkeit, die Wärme, also es ist wunderschön. Und dann, eure Beziehung ist das größte Glück, diese Vollendung von jedem seinem einzelnen großen Glück, die Vollendung noch. Also eine glückliche Beziehung. Weil ich hier den absoluten Neubeginn habe. Ich habe die Veränderung hier liegen, die positive Veränderung. Und hier auch, dass es wieder richtig wächst, also richtig Bestand hat und wächst. Und dann wird es eine Beziehung, meine Lieben, wie mir diese Legung sagt, eine Beziehung, die schöner nicht sein kann. Na? Also so wunderschön, so warm, wie ich es jetzt hier auch sehe und fühle, diese Legung, weil hier alles bereinigt ist, alles geklärt ist und also schöner als zuvor, wenn ihr schon mal miteinander ja in der Verbindung gewesen seid, ne? Und auch wenn es sich hier einfach so eine Endlosschleife immer wieder gegeben hat, so ein On-Off, so ein Hin und Her einfach auch, ne? Also von daher eine ganz, ganz tolle Legung, ihr Lieben. Aber bitte, bitte bleibt bei euch selbst, ne? Auch wie gesagt, wenn gar nichts kommt von deinem Gegenüber, ne? Und immer nur du derjenige oder diejenige bist, die schreibt und sich meldet.
Und dann natürlich dann, oder was heißt natürlich, so natürlich ist es ja gar nicht, dass du mal eine Antwort bekommst, ne? Egal wann, ob es eine Stunde später oder irgendwas ist. Aber dann ist es auch so, nein. Na, also da lasst dann lieber los und schaut bitte, dass ihr selbst für euch weiterkommt. Aber hier, wie gesagt, diese Lähmung absolut mega, mega, super, hyper. Wie gesagt, ich wünsche jedem von euch, der in dieser Situation ist, dass er oder sie, dass ihr in dieser Reisegruppe mit dabei seid, weil sie wunderschön ist. Also, meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich danke euch so sehr. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag, einen zauberhaft schönen Feiertag, Feiertag, ja, Feierabend und genießt den Abend. Tschüss!